ist mehr Petroleum. Ach, jo, genau. Also, pass mal auf, wo auch immer du jetzt gleich steckst, komm bitte mal mit hier zu mir. Irgendwo hatte ich doch ein Musterbeispiel, was du dann schon mal in der Zeit machen kannst, weil das Rohöl, was wir jetzt haben, wird mit Sicherheit nicht ausreichen. Ja, kommst du mir eben, ne? Also, du siehst hier, wie das hier gemacht ist mit den Rohölfabriken, ne? Das habe ich ja auch gemacht. Ja, genau. Machst du das so überall hier auf der Map? Musst du mal gucken, wo du die Rohöldinger siehst, dass du das dann so machst. Wenn du so, was weiß ich, komm, wir gehen eben zusammen rum. Stream läuft auch, ne? Komm, wir gehen mal eben hier rüber. Erik. Wir gucken mal eben zusammen hier. Oh, hier ist noch Eisenerz, was wir auch noch hochbringen müssen. Zum Beispiel, wenn du hier so zwei Felder hast, ne? Setzt du hin, aber ziehst dann hier oben hast du nochmal drei. Dann suchst du dir, wo du so einen kleinen zentralen Punkt machst. Weil hier unten haben wir auch noch, weißt du? Unten links, rechts haben wir auch noch so riesen Ölfelder, weißt du? Ja. Dann suchst du dir immer so einen zentralen Punkt. Am besten jetzt, wenn du hier oben die fünf Dinger hast, bestückt. Aber gehst du so da, da müssen erstmal die ganzen Nester weggemacht werden. Ja, ich weiß, aber ne, dann gehst du hier ziemlich tief. Ich würde mal sagen, so hier, wo ich stehe ungefähr. Oben links in der Ecke bei unserer Base, das will. Ja, aber hier, ne? Dann, so ja. Wie ich jetzt hier ungefähr stehe, machst du dann hier schon mal ein für Rohöl und so, ne? Und dann guckst du mal, dass du halt irgendwie immer so mit Pumpen, mit Rohren, mit Pumpensystem und Rohrensystem da hochkriegst oder so. Das ist ideal, weil dann kümmere ich mich jetzt um Öl. Warum nicht mit hier Fässern? Ja, aber ich meine, dass du nicht 100 Fabriken jetzt bauen musst. Du machst jetzt die Pumpen hin, ne? Baust irgendwo eine Fabrik hin, wo du dann die Fässer von diesen, was weiß ich hier, hier hast du ja in der Ecke, hast du ja auch noch ein bisschen Rohöl, ne? Wenn wir das jetzt einnehmen demnächst. Oder was? Ja, dass ich dann alle Punkte verbinde und dann. Ja, genau, und dann guckst du, dass du das irgendwie so hinkriegst, ne? Weißt du, wie ich das meine, oder? Ja, so ungefähr. Ich mach das dann ja, mal so ja, richtig. Ja. Ich entferne mal hier die Mauer, die brauchen wir hier nicht mehr, hier auf der Seite. Ich muss nur mein Inventar leeren, ich hab das voller Müll. Kannst du abholen lassen, ne? Und wie? Du, wenn du dein Inventar aufmachst. Mit ja. E. Dann hast du doch da so Mülltonnen, ne? So Abfall-Logistikplätze, richtig? Das nimmst du dir und ziehst das da nur rein. Und dann kommt ein Roboter und holt das ab. Ist ganz praktisch. Ah, bäh. Herausgefunden? Unten das Ding, oder wie? Ja, du hast ja E gedrückt, ne? Unten die Mülltonnen. Genau, die Mülltonnen. Da ziehst du die Sachen einfach nur rein. Und dann werden die abgeholt von Robotern.
Wohin wird er denn gebracht? Ins Lagersystem. Da will ich jetzt auch noch mal ein neues Lagersystem hier aufbauen irgendwo. Mal gucken, wo ich das hinsetze. So, mal gucken, wann der Trier kommt. Diese scheiß Melodie. Kennst du das Lied? Vielleicht. Schon wieder diese scheiß Melodie. So. Strom war jetzt eigentlich genug, ne? Ja. Ja, solange wir nicht hier angreifen oder so, so wie gestern, dass hier immer ewig der Strom ausfällt, geht das. So, nachts ist es knapp. Ja, ich baue gleich noch was. Ich kümmere mich gleich noch drum. Aber jetzt läuft's ja erstmal, ne? Bisher. So, ich bin gerade im Überlegen. Ich hole die Raffinerie, ne? Die sollte ich, denke ich, mal komplett runterholen, wa?
Oh, ich baue jetzt hier 10 Raffinerien neu, ne? Ich hoffe, dann sollten wir da Probleme gelöst haben bald. Ne, ich schmeiß ja selber immer Sachen, die ich nicht mehr brauche, schmeiß ich in den Mülleimer, weißt du, dann werden die weggebracht und gut ist, ne? Ist ja praktischer. Du brauchst die nicht mal mit rumschleppen und hast ein Inventar mal leer. Hat schon 30 Minuten weg oder was?